Moin, ich bin der Felix von Utection und wir erklären dir in diesem Video, wie du deinen Utection Display Schutz optimal installieren kannst. Sollte es wieder Warten zu Problemen kommen, dann melde dich einfach bei uns. Du bekommst ohne Wenn und Aber einen kostenfreien Ersatz zugeschickt. Viel Spaß mit dem Produkt. In diesem Video zeigen wir dir im ersten Teil, wie du deinen Utection Display Schutz perfekt und kinderleicht anbringst. Im zweiten Teil erfährst du dann, wie du deinen Display Schutz wechseln kannst. Nun fangen wir mit dem Installationsteil an. In der Verpackung liegt ein Installationsrahmen mit Glas, zwei Ersatzgläser, ein Schaumstoffpad und das benötigte Reinigungszubehör im Installationskit bei. Lege nun dein iPhone auf das Schaumstoffpad, welches sich in dem Installationsrahmen befindet. Wir empfehlen dir, vor der Installation deinen Arbeitsplatz einmal mit einem feuchten Tuch abzuwischen, um so Staubflug zu verhindern. Reinige den Bildschirm gründlich mit dem Alkoholtuch. Achte hierbei auch auf die Displayränder. Verwende nun das Mikrofasertuch und entferne die Reste der Flüssigkeit. Danach kommt das Klebepad zum Einsatz. Lass dir hier bitte besonders viel Zeit und arbeite sehr gründlich. Kleinste Staubpartikel können später zu Lufteinschlüssen unter dem Glas führen. Wenn dies geschehen ist, kommt der Installationsrahmen zum Einsatz. Wichtig! Dieser ist mit Top und einem Pfeil gekennzeichnet. Entsprechend wird dieser nach oben zum Lautsprecher hin ausgerichtet. Jetzt wird es spannend. Drehe die Installationsvorrichtung um, ziehe die Sicherheitsfolie am weißen Klebestreifen ab, drehe den Rahmen wieder um und bring das Glas perfekt auf deinem iPhone an. Drücke nun mit dem Finger auf die 1, entlang Richtung 2 und anschließend in Richtung 3. Der Displayschutz saugt sich nun wie von selbst an. Warte hier ein paar Sekunden, bis das Glas festgesaugt ist und löse dann den Klebepfeil vorsichtig bei 4 ab. Sollten noch kleine Blasen zu sehen sein, verschwinden diese innerhalb der nächsten 24 Stunden. So einfach und schnell hast du deinen Displayschutz selber angebracht. Nun ist dein iPhone bestmöglich geschützt. Teil 2. Nun wechseln wir den Displayschutz. Im ersten Schritt werden wir das Ersatzglas in den Installationsrahmen bringen. Wichtig! Top markiert den oberen Teil, also dort, wo die Aussparung für den Lautsprecher ist. Lege das Glas in die Vorrichtung. Wichtig, das Glas muss mit dem weißen Klebepad nach oben ausgerichtet werden. Löse nun den blauen Klebepfeil, halte mit einem Finger das neue Glas in dem Installationsrahmen fest, drehe diesen um und befestige das neue Glas mit dem blauen Klebepfeil. Achte darauf, dass es ordentlich klebt. Nun kannst du den Vorgang aus Teil 1 wiederholen.